Presseclub mit Jörg Schönenborn. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntagmittag. Das Thema, das ich Ihnen heute ankündige, ist so ganz und gar nicht sinnlich. Dafür aber, glaube ich, eins mit Wucht, das in den nächsten Wochen noch einige Wellen schlagen wird. Die deutsche Automobilindustrie steht vor einem Scherbenhaufen. Scheibchenweise wurde in den letzten 2 Jahren offengelegt, dass der hochgelobte Dieselmotor in Wirklichkeit eine Dreckschleuder ist. Streng genommen dürften schon heute Millionen Autos an vielen Stellen in Deutschland gar nicht mehr fahren. Die EU-Industriekommissarin hat diese Woche sogar gefordert, dass alle Diesel, die nicht bis Jahresende wirksam nachgerüstet sind, stillgelegt werden müssten. Schon das, was bisher bekannt ist, ist für die Automobilindustrie existenzgefährdend. Jetzt aber, an diesem Wochenende, enthüllt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in seinem neuesten Heft das, was der Skandal hinter dem Skandal sein könnte. Die 5 großen deutschen Automobilhersteller, Daimler, BMW, VW, Porsche und Audi, haben über Jahrzehnte technische Details ihrer Autos detailliert abgestimmt. Keine Spur von Wettbewerb und Konkurrenz. Und was das Besondere ist, selbst die Frage, wie weit Abgasreinigung gehen darf, ist offenbar in Arbeitskreisen abgestimmt worden nach dem Motto, wir versuchen nicht das technisch Mögliche, sondern wir wollen möglichst viel Gewinn am Auto machen. Wenn sich das so bewahrheitet, ist das nicht nur millionenfacher Kundenbetrug, sondern wohl auch eines der größten Kartellvergehen der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Unser Presseclub heute, Nachrüstung, Fahrverbot, Absatzkrise. Wo ist der Ausweg aus dem Dieseldrama? Und ich freue mich auf diese Gäste. Klaus Brinkbäumer ist hier, Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Vorab, lieber Herr Brinkbäumer, von Journalist zu Journalist, herzlichen Glückwunsch zu dieser beeindruckenden Geschichte. Ich begrüße herzlich Rainer Hank. Er leitet die Wirtschafts- und Finanzredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Kerstin Gammelin ist wieder bei uns, stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Und die Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post, Birgit Marschall. Herr Brinkbäumer, als Chefredakteur, denke ich, weiß man früher als die Leser so nach und nach über die Details solcher Geschichten Bescheid. Was hat Sie am meisten überrascht? Wo ist die Sache, wo Sie sagen, Mensch, das hätte ich nicht für möglich gehalten? Oh, es gibt so vieles, was mich überrascht hat, was uns überrascht hat. Am meisten, glaube ich, die Tatsache, dass das über Jahrzehnte ging, dass es dieses Ausmaß hat, so viele Treffen, so viele Gruppen, also 1000 Treffen, 60 Gruppen, in welchen Details die Konzerne sich abgesprochen haben. Und dann, wenn man drüber nachdenkt, wo ist eigentlich Unrechtsbewusstsein? Also was macht das mit der Unternehmenskultur? Wann wird aus Dingen, die nicht sauber sind, das Verständnis, das ist schon okay? Also wie kippt dann auch Selbstwahrnehmung? Das interessiert mich und überrascht hat mich, dass das so lange angehalten hat. Nicht alle, die uns jetzt zugucken, haben Ihre Geschichte gelesen oder haben sie bisher schon gelesen, sondern die meisten haben so in den Nachrichten davon gehört. Wenn Sie es noch mal im Kern beschreiben sollten, auch unter dem Gesichtspunkt, was folgt daraus, was ist daran rechtlich problematisch, wie würden Sie es beschreiben? Ja, Kartellrecht ist enorm kompliziert und nicht jede Absprache, die Konzerne miteinander treffen, ist gleich illegal. Es geht darum, wann wird Fortschritt verhindert, wann wird Konkurrenz behindert und das wird noch dauern, bis wirklich mögliche Strafen feststehen sollten. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt Vorwürfe erheben würden, sondern die Enthüllungsgeschichte dieser Woche, die die Kollegen Dietmar Havranek und Frank Domen da ausgegraben haben, gründet auf einem Papier, einer Art Selbstanzeige aus dem Volkswagen-Konzern. In diesem Papier wird der Verdacht ausgesprochen, möglicherweise kartellrechtswidrig gehandelt zu haben und eben seit Beginn der 1990er Jahre in 60 Arbeitsgruppen und 1000 Treffen alle möglichen Details der Produktion abgesprochen zu haben. Das heißt, um das nochmal klar zu sagen, inklusive Diesel, inklusive Antrieb, Motor. Mhm. Also das heißt, jetzt Grundlage Ihrer Geschichte ist ein Papier, das Anwälte und Juristen des Volkswagen-Konzerns für VW geschrieben haben und den Behörden als eine Art Selbstanzeige überstellt haben. Naja, niemals Informationen über Informanten, aber dass das eine Selbstanzeige, also woher das Papier kommt oder dergleichen, ja, aber dass das es eine Charakter Selbstanzeige aus dem Volkswagen-Konzern gibt, eine Art Selbstanzeige, übrigens auch eine von Mercedes, Daimler-Benz, das ist Tatsache und darauf gründet das, ja. Frau Gammelin, wie bewerten Sie das, was Sie gehört und gelesen haben? Da man ja über Jahre verfolgen konnte, wie der Diesel sowohl von den Unternehmen als auch von der Politik promotet wurde als das saubere Auto und Made in Germany,
ist das natürlich das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft gewesen. Es sind 100, ich glaube, 1 Million Arbeitsplätze, ein Viertel der Exportstärke. Alles kommt von diesem Autokonzern. Und wenn man jetzt sieht, dass sowohl die Bevölkerung betrogen wurde, nämlich gesagt wurde, kauft diese Autos, sie sind sauber und es ist neueste Technologie. Und systematisch, und was auch dann die Kollegen aufgedeckt haben, systematisch verhindert wurde, dass eben diese Abgasreinigung so stattgefunden hat, dass die Grenzwerte überhaupt nur nahe, also näherungsweise erreicht werden können. Weil es war ja, so wie ich das verstanden habe, ist es ja so, dass ein Behälter mit so einer Harnstofflösung, die nötig ist, um diese Abgase zu neutralisieren, die Stickoxide zu neutralisieren, der eigentlich größer sein müsste, wurde in Absprache kleiner dimensioniert und dann wurde einfach weniger eingespritzt. Das heißt, mit Absicht wurde verhindert, dass die Grenzwerte überhaupt erreicht werden können. Das ist ein so groß angelegter Betrug, dass man eigentlich, also ich möchte jetzt so die Superlative vermeiden, aber das ist eigentlich ein unfassbarer Betrug und das ist für den Standort Deutschland ein absolutes Desaster. Und dann fehlt eben dieser eine Schritt noch, dass nämlich für die Tests wiederum die Software entsprechend programmiert werden musste, damit bei den Tests die entsprechenden Werte herauskamen. Darin liegt ja der eigene. Mehr eingespritzt, ne? Es wurde einfach die Einspritzung, also kann man sich recht einfach vorstellen, wie so eine Düse, da wird automatisch immer dieser Harnstoff eingespritzt und sie haben es halt so programmiert in Absprache, dass eben wenig eingespritzt wurde und nicht ausreichend genug, damit der Grenzwert erreicht wurde. Und dann im Test hat die Software automatisch dann mehr eingespritzt. Das ist systematischer Betrug. Herr Hank, jenseits dieser technischen Details und vor dem Hintergrund, was in den letzten 2 Jahren bekannt geworden ist, Ihre Zeitung hat heute eine Überschrift: Deutsche Automobilindustrie bankt. Jetzt sind Sie nicht als sensationistisch bekannt, die Frankfurter Allgemeine. Ja, aber ich glaube, das muss man sagen, nach dem, was man in den letzten 2 Jahren erlebt hat. Und das ist nicht nur eine wirklich großartige investigative Geschichte, sondern man muss sich nun tatsächlich Sorgen machen um diese Branche. Vielleicht noch ein Gedanken. Also ich würde auch sagen, gewusst habe ich das und wird niemand sagen, er hat es vorher gewusst oder auch geahnt. Systematisch hätte man es wissen können. Es gibt eine ganz berühmte Stelle bei Adam Smith. Es ist systemimmanent in der Marktwirtschaft. Adam Smith sagt, wenn 3, 4 Leute der gleichen Branche zusammensitzen, dann dauert es nicht lange, selbst wenn sie sich vergnügen, dass sie gemeinsame Sache gegen die Öffentlichkeit machen. Also Kartelle ist nicht ein Systemversagen, sondern ist systemimmanent. Nicht, dass es gewollt ist, aber es ist natürlich rational für Unternehmer, einerseits die Preise sich abzusprechen, das macht sozusagen deren Arbeit leichter, aber es ist ein großer Schaden für die Öffentlichkeit. Also jetzt noch mal wieder zurück zu Ihrer Frage. In der Tat, was Adam Smith sagt, es ist eine Conspiracy against the public, das sehen wir im Moment. Es geht gegen Kunden, die Autos kaufen, im Glauben, hier hätte sich der Beste im Wettbewerb durchgesetzt. Arbeiten gegen den Wettbewerb und den technischen Fortschritt. Das, finde ich, ist schon systemimmanent in der Marktwirtschaft, aber muss. Deswegen gibt es Staat, deswegen gibt es Presse, deswegen gibt es Machtkontrolle. Machtzusammenballung ist das Gegenteil von Wettbewerb. Wettbewerb ist das Schöne im Kapitalismus. Frau Marschall, es ist auch gegen Recht und Gesetz. Wie kriminell ist das? Ja, das muss man eben jetzt akribisch nachweisen. Und das wird, glaube ich, nicht ganz einfach werden, weil man da ja genau die Linie finden muss, wo eben ist noch was legal gewesen. Also man kann ja, glaube ich, Absprachen machen über Normen. Das werden die natürlich versuchen, irgendwie darzustellen. Und kartellrechtlich relevant wird es dann, wenn man nachweisen kann, dass tatsächlich der Schaden zusammenhängt mit dem Kartell. Also dass das Kartell verantwortlich ist dafür, dass Millionen Menschen Schaden geschädigt wurden. Und das ist wahrscheinlich so, aber man muss es halt dann auch wirklich auf dem Papier nachweisen. Und das wird, glaube ich, ziemlich lange dauern. Ich will auch sagen zu dem, was Herrn Hank sagt, die Marktwirtschaft muss kontrolliert werden. Also deswegen haben wir ja das Kartellrecht erfunden. Und ich bin schon ein bisschen erstaunt, dass eben, wenn so viele Manager sich über Jahrzehnte treffen, dass da Wettbewerbshüter nicht eher auf die Spur gekommen sind. Da muss also ein unglaubliches Schweigekartell eben auch noch gewesen sein. Und ja, also erstaunlich, dass es erst jetzt
bekannt geworden ist. Ich greife noch mal auf, was Rainer Hank auch gesagt hat. Er hat gesagt, da gibt es dann eben Journalisten, die viele Dinge aufdecken. Was wir in der Dieselaffäre erlebt haben, ist, dass am Anfang amerikanische, US-amerikanische Behörden standen. Es gibt gar nicht so viele Dieselautos in den USA. Also sie werden vor allem in Europa, in Deutschland genutzt. Danach waren es dann auch vor dem Spiegel andere deutsche Medien, die viele weitere Details recherchiert haben. Also in der Tat Journalisten. Und man fragt sich, wo ist das Kraftfahrtbundesamt, wo ist die Bundesregierung, wo sind, weiß nicht, TÜV und andere Institutionen? Guckt da eigentlich in Deutschland keiner drauf? Naja, es gibt eine große Nähe zwischen der Bundesregierung und der Autoindustrie in Deutschland. Das ist schon lange so. Das hat nicht was mit Parteifarben zu tun. Also es gab den Autokanzler Schröder und es gibt eben jetzt den Autominister Dobrindt, also der eben sich auch ständig schützend vor die Autoindustrie gestellt hat während dieser ganzen Dieselaffäre. Und man muss der Politik schon vorwerfen, dass sie zu zaghaft vorgegangen ist, dass sie sich zu sehr hat einwickeln lassen von der Autoindustrie und auch Gesetze geschrieben hat, zum Beispiel eben in dieser Dieselaffäre, die man auslegen konnte. Also das waren halt schwammige Gesetze und das ist ein Grund dafür, dass es überhaupt diesen ganzen Dieselskandal gibt. Frau Gammelin-Rickmann. Ich würde ja noch gerne mal ansetzen, bevor jetzt die kalifornische Umweltbehörde oder die amerikanische Umweltbehörde diesen Skandal aufgedeckt hat. Denn Fakt ist, dass ja schon in den 90er Jahren, als der Diesel, ich will nicht sagen erfunden, aber weiterentwickelt wurde und auch für den Verkehr weiterentwickelt wurde, dass es da schon vom Umweltbundesamt Bedenken gegeben hat, dass diese Rußfilter, dass diese Rußpartikel und so weiter sehr gesundheitsgefährdend sind und auch die Stickoxide. Und da war es schon so, dass alle diese Bedenken niemals in Deutschland beachtet worden sind. Also man hat einfach diese Marktmacht der Konzerne über die Arbeitsplätze und über darüber, dass sie ja nicht nur das Produkt Auto verkaufen, sondern sie verkaufen ja quasi das Lebensgefühl. Wir machen große, starke, schnelle, schöne Autos und das ist die Freiheit und das ist die Autobahn, wo ich das fahren kann. Also gegen dieses Lebensgefühl konnte ein Beamter im Umweltbundesamt überhaupt gar nichts ausrichten. Und alle diese Gutachten, die sind in Deutschland immer in der Schublade verschwunden. Das war so bei dem Rußfilter, das war so bei den Stickoxiden und das war so bei den CO2-Grenzwerten. Also wir erinnern uns 2007, Frau Merkel, die Klimakanzlerin. Frau Merkel hat die Europäische Union dazu gebracht, große Reduktionsziele für Klimagase aufzustellen. Sie wurde gefeiert und wenn es darum ging, dann diese allgemeinen politischen Beschlüsse in konkrete Gesetze umzusetzen, dann hat die Bundesregierung gebremst und mit ihr haben alle anderen Ministerien auch gebremst. Und das ist systematisch halt. Ja, und man kann schon sagen, dass es eine verlogene Politik ist, wenn man einerseits Klimapolitik öffentlich propagiert, wenn man sagt, wir wollen wirklich Klimaschutz betreiben und dann aber Testverfahren für Diesel zulässt, die diese Art von Betrug ermöglichen, von der wir hier gerade reden. Und die Grenzwerte für Stickoxid sind in Deutschland, in Europa niedriger als in den USA. Und dann kann man jetzt überlegen, hat es damit zu tun, dass die Amerikaner eine größere Gesundheitsgefahr sehen oder hat es damit zu tun, dass in Deutschland der Diesel geschützt werden soll? Beides höher. Die Grenzwerte sind höher als in den USA. Ja, genau. Also weniger streng als in den USA. Völlig richtig. Das ist jetzt ein Bild, das Sie zeichnen, Herr Hank, von einem, also in anderen Zusammenhängen nennt man das den militärisch-industriellen Komplex. Ich würde hier sagen, den politisch-industriellen Komplex. So klingt das nach einer Politik, die zwar immer wieder Indizien sieht, aber sich dann entscheidet, weite Regelauslegungen im besten Fall zuzulassen. Also ich glaube, den gibt es nicht, den politisch-industriellen Komplex. Jedenfalls kenne ich keine Untersuchung und aber auch keinen journalistischen Bericht darüber, dass es bewusst gekungelt wurde im Sinne von, wir drücken hier ein Auge zu, wir akzeptieren Regelverstöße, um unsere wichtigste Industrie zu schützen. Ich kenne das nicht. Und lassen Sie mir eines vielleicht noch sagen, es wird immer gesagt, die Bundesregierung schützt hier diese wichtige Branche. Politisch lobbyistisch finde ich das völlig in Ordnung. Noch einmal, nicht die Augen zudrücken. Aber die wissen, wovon dieses Land lebt und wovon, das würde ich sagen, wenn die das nicht machen, dann wen auch immer, dann wähle ich die nicht. Unser Wohlstand hängt von der Automobilindustrie ganz entscheidend ab. Und das ist nicht nur dahingeredet, sondern das ist der Effekt, weswegen wir im Moment auch über Leistungsbilanzüberschüsse, über Exporterfolge reden, mit einem Produkt, das per se
deswegen in Ordnung ist, nicht moralisch in Ordnung, aber die Leute wollen es ja haben, und zwar in der ganzen Welt. Und da würde ich sagen, da sollte eine Regierung auch drauf aufpassen und sollte das sehen. Und es liegt ein bisschen daran, dass den deutschen Ingenieuren seit über 100 Jahren nichts anderes mehr eingefallen ist. Das muss man schon sagen. Das ist auch ein bisschen, ein Facebook gibt es nicht. Wir leben von einer Erfindung um 1890. Wir haben keine, wenn man eine andere hätte, könnte man ein bisschen großzügiger sein. Ja, aber bei der Energieerzeugung ist es genauso. Wir haben die digitale Gesellschaft, und wie treiben wir unsere digitale Gesellschaft an, indem wir Kohle aus der Erde ausgraben und verbrennen? Und so ähnlich ist das mit dem Auto. Vielleicht nur noch einen zweiten Aspekt. Hanks, Sie sind dran. Ich wollte nur sagen, Sie haben für mich jetzt, glaube ich, drei Punkte schon genannt, wo ich nachhaken muss. Das ist doch bitte. Gut. Und der zweite Aspekt ist, man muss doch unterscheiden zwischen Klima- und Gesundheitszielen. Also wir haben es gerade ein klein bisschen vermischt. Der Diesel, und soweit ich bin auch kein Ingenieur, soweit ich es lese, ist der Diesel, was seine Ingenieurkonstruktion anbelangt, wirklich ein Produkt, das Klimaziele besser erreicht, weil er deutlich weniger CO2-Ausstoß hat. Er hat zugleich durch Stickoxide ein höheres Gesundheitsrisiko, wobei auch darüber, da muss man dann genau hingucken, was das für ein Risiko ist. Also auch da hat eine Regierung was getan, indem sie den Diesel ja sogar Subventionen, wäre ich dagegen, aber durch Steuersubventionen auch noch gefördert hat, hat sie es geschafft, dass so viel Diesel in Deutschland verkauft worden ist. Ich greife mal einen Punkt auf, wo ich einfach nur wissen möchte, können wir uns darauf einigen? Ihr Satz war, unser Wohlstand in der Bundesrepublik hängt ganz wesentlich vom Erfolg der Automobilindustrie ab. Das kann man gut oder schlecht finden. Von der Sache her, würde da jemand widersprechen? Nein, würde ich nicht widersprechen, aber die Autoindustrie muss sich wandeln, und zwar ganz schnell. Faktum ist das erstmal... Ich würde sagen vom Maschinenbau, ich würde jetzt das nicht auf das Auto sagt die Maschinenbauingenieurin. Entschuldigung, ich wollte jetzt Argument jetzt nicht entwerten, aber ich wollte dann auf den Punkt kommen, bei dem Frau Gammelin auch schon mal widersprechen wollte. Denn Herr Hank hat eingangs gesagt, na ja, von einem Komplex Politik und Industrie würde er nicht sprechen. Es gibt diese objektive, große wirtschaftliche Bedeutung. Deswegen sei es legitim, dass die Politik sich auch bemüht, dass die Standortbedingungen gut sind. Aber ihm sei jetzt kein Beispiel bekannt, wo die Politik wissentlich und willentlich Regeln außer Kraft gesetzt hätte. Da hat irgendjemand am Tisch Luft geholt. Ja, was heißt Regeln außer Kraft gesetzt? Ich glaube, fast allen am Tisch sollten Beispiele bekannt sein, wo die Bundesregierung ganz klar darauf gedrungen hat, dass lasche Regeln geschrieben wurden. Mhm. Also das fängt damit an, dass der ehemalige Verkehrsminister Tiefensee mal die Prüfzyklen für Dieselautos einfach abgeschafft hat. Auf Druck der Lobby natürlich. Das geht damit weiter, dass in Brüssel, wenn da über Grenzwerte verhandelt wurde, auch das Bundeskanzleramt und Frau Merkel selbst zum Hörer gegriffen haben. Aber wir bewegen uns innerhalb der Legalität. Das ist innerhalb der Legalität. Ja, aber wir sprechen jetzt darüber, ob es Beispiele gibt, wo die Politik wissentlich oder mit Absicht entweder Regeln außer Kraft gesetzt hat oder scharfe Regeln verhindert hat. Und dafür gibt es viele Beispiele. Ja, was wir, glaube ich, sagen können, es gibt politische Zielkonflikte. Und wir haben auf der einen Seite den Klimaschutz und den Gesundheitsschutz. Also. Dafür muss die Regierung, die müssen ganz oben stehen für die Regierung, weil das eben die Allgemeinheit betrifft. Auf der anderen Seite haben wir die Bedeutung des Automobilsektors und die 1 Million Arbeitsplätze und die Exportkraft und das alles. Und zwischen diesen beiden Faktoren muss man halt eine Balance finden. Und ich finde, dieser Balance ist ein klein bisschen in Schieflage gekommen. Man ist der Autoindustrie zu doll entgegengekommen. Das hängt auch an einem außergewöhnlich erfolgreichen Lobbyisten, dem Vorsitzenden, dem Präsidenten des Bundes oder Verbands der deutschen Automobilindustrie, der mal Verkehrsminister war. Matthias Wissmann. Genau. Und es ist eben so, dass tatsächlich ziemlich viel getan wird, um die Automobilindustrie zu fördern, um sie zu pampern. Und es ist einfach ein Widerspruch, wenn die Politik Dinge fördert, die eben die anderen gesamtgesellschaftlichen Ziele denen widerspricht, dem Gesundheitsschutz widerspricht. Was jetzt zum Beispiel, wenn man den Diesel besonders fördert, dann fördert man damit eben diese hohen Absatzzahlen und hat dann eben diese hohen NOx-Werte in den Städten. Das ist eben eine Folge davon. Und beim Klimaschutz ist es halt so, dass die Autoindustrie als Ganzes eben für sehr viel CO2 verantwortlich ist, und zwar ein Viertel von allen Emissionen. Deswegen muss man da einfach zum Umdenken kommen, und man muss zur Elektromobilität
kommen. Der große Umbruch steht jetzt bevor. Und wir haben jetzt leider das Problem in Deutschland, dass wir all unsere Krisen, diese Dieselkrise und jetzt noch den Skandal hinter dem Skandal haben, genau in dem Moment, wo eigentlich dieser große Umbruch stattfindet. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, und eben gerade weil die Automobilindustrie so systemrelevant ist oder so enorm wichtig für die Bundesrepublik ist, hätte man natürlich viel genauer hinsehen müssen und hätten Politiker in Deutschland auf gar keinen Fall Dinge, die so falsch gelaufen sind, stützen dürfen. Die Frage, ob der Diesel noch die Technologie der Zukunft ist oder ob es Hybridantriebe hätte geben sollen, ob Elektromobilität hätte gestützt werden sollen, ist ja von der Politik einseitig in Richtung Diesel dann schon behandelt oder begleitet worden. Man kann mit diesen Fällen ja wirklich auch auf unterschiedliche Weise umgehen. Es gibt in der Industriegeschichte das wunderbare Beispiel von Johnson & Johnson aus Amerika, wo ein Giftstoff in den Medikamenten entdeckt wurde. Und innerhalb von 3 Tagen sind sämtliche Präparate aus den Regalen entfernt worden. Die Öffentlichkeit ist informiert worden. Es ist gesagt worden, kauft unsere Produkte nicht. Johnson & Johnson hat 100 Millionen, glaube ich, Dollar verloren und ist danach nach vorne marschiert und hat wirklich Klarheit geschaffen und dann weitergemacht. Und dann gibt es Beispiele, andere Konzerne, Ford mit dem Ford Pinto. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, der damals immer, wenn er von hinten angefahren wurde, zu explodieren drohte. Und Ford hat... Aufbauunfälle von hinten. Ford wusste das, deswegen will ich darauf hinaus. Ford wusste, dass es diese Erkenntnisse gab, immer wenn es Auffahrunfälle von hinten gab, Feuergefahr, Explosionsgefahr, und hat weitergemacht. Hat ihn weiter produziert, hat ihn ausgeliefert, und es gab 12 Tote, 13 Tote, 70er Jahre. Zwei ganz unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Und natürlich plädiere ich dafür, dass die deutsche Automobilindustrie den ersten Weg hätte wählen sollen. Was wir bis jetzt beschrieben haben in der Sendung, ist eine Zustandsbeschreibung, durchaus auch ein Sittenbild. Sie haben die Verquickung von Politik und Automobilindustrie beschrieben, durchaus mit dem nachvollziehbaren Hintergrund, dass sie entscheidend wichtig für unseren Wohlstand ist. Eigentlich sollte, bevor die Kartellgeschichte jetzt bekannt wurde, in den nächsten Tagen die Aufarbeitung beginnen. Es ist so etwas geplant wie ein Dieselgipfel. Minister und Länder treffen sich mit wichtigen Automenschen. Es wird alles Mögliche verabredet und besprochen, wie es weitergehen soll. Ich würde gern mit Ihnen versuchen, im Rest der Sendung jetzt auf 3 Ebenen zu fragen, wie es weitergeht. Das erste ist das, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Brinkbäumer. Wir haben es hier mit Unternehmen zu tun, die betrogen haben, die manipuliert haben, die mutmaßlich auch gegen Kartellrecht verstoßen haben. Was heißt das jetzt für Politik und Kontrolle? Wie geht man damit um? Die zweite Frage ist die, wo es dann beim Dieselgipfel drum geht. Millionen Menschen fahren ein Auto, das an Wert verloren hat, das man so nicht mehr kaufen würde, das Dreck auspustet. Und die dritte Frage, die haben Sie dann schon angesprochen, ist die, was heißt das denn technologisch? Also brauchen wir jetzt doch irgendwann den schnelleren Umstieg auf Elektro. Vielleicht schaffen wir es in der Zeit, die wir haben, das so abzuarbeiten. Aber ich glaube, man kann das eine nicht ohne das andere tun. Sie sind schon eingestiegen, Herr Brinkbäumer. Was macht die Politik jetzt mit Unternehmen, die zwar ständig sagen, helft uns, lasst uns reden, wir gucken, wie es weitergeht, und jetzt aber wieder etwas aufdecken lassen, was der Politik nun wahrlich nicht das Geschäft erleichtert? Na, Frau Gammelin sagte es schon, der Moment ist fatal. Also die Konstellation, dass jetzt aufgeklärt werden muss, während zugleich die Richtung hin auf eine neue Technologie oder eine wirkliche Erneuerung eingeschlagen werden muss. Das zu koordinieren, ist eine ganz schwierige Aufgabe, auch für Politiker, vor allem aber natürlich für die Industrie selbst. Aufklärung, so wie das tut, muss wirklich beginnen. Und bisher war es immer stückchenweise, immer so weit, wie es gerade enthüllt worden war. Gesetze. Nein, schreit. Ja, es sind so viele Dinge zur selben Zeit. Vor allem aber das Allerwichtigste ist nach meinem Gefühl wirklich der Abschied von der Dieseltechnologie. Also zu sagen, das ist die falsche Technologie, weil wir damit nicht weiterkommen. Und das ist enorm schmerzhaft, weil so viele Dieselfahrzeuge verkauft werden in Deutschland. Es ist nicht die Technologie der Zukunft. Aber da ich da mal anhöre. Frau Gammelin. Das wissen wir nicht. Also sehr einverstanden. Natürlich die Konzerne, die einen unglaublichen Vertrauensverlust jetzt erlitten haben, die müssen sich mehr als nur
nur einfach was einfallen lassen. Die müssen glaubwürdig handeln. Und ob sie es schaffen, wissen wir noch nicht. Die Kunden wieder zurückzugewinnen. Die Kunden, die, glaube ich, schon lange von diesen Autos überzeugt waren, aber jetzt den Wert ihres Autos dahinschmelzen sehen, das Gefühl haben, sie haben anderes gekauft als das, was drin ist. Und die Kosten, die sollen auch anders, würde ich sagen, als in der Finanz- und Bankenkrise nicht die Allgemeinheit tragen, sondern die müssen selber dafür einstehen. VW musste schon mal ganz ordentlich einstehen und auch was da an Strafen ansteht, das müssen sie auch dafür einstehen. Blöd dran sind die Menschen, die Aktien von Daimler und BMW haben, die müssen nämlich auch dafür einstehen, aber das gehört auch mit zum Eigentümer dazu. Völlig in Ordnung. Was ich nicht weiß, ist dieser Satz, wir müssen jetzt aus dem Diesel aussteigen. Erstens, wer ist dieses Wir? Da würde ich jetzt auch noch mal prinzipiell sagen, in der Marktwirtschaft entscheiden Anbieter und Nachfrager darüber, nicht Politiker, nicht Journalisten und nicht andere Leute. Das ist auch gut Nach dem, was man hört und liest, noch mal kein Ingenieur, ist der Diesel eben doch nach wie vor eine gute Technologie. Er ist ja auch durch politische Auflagen, durch Umweltauflagen immer verbessert worden. Er ist extrem effizient, hat einen extrem hohen Wirkungsgrad. Sie können in Frankfurt tanken, ich fahre einen, und in Pisa müssen Sie mal gucken, ob Sie so langsam wieder tanken müssen. Ist immer besser geworden. Und es geht im Moment um die Entscheidung, sicher um eine wirtschaftshistorische Schwelle des Pfadwechsels oder nicht des Pfadwechsels. Und bei Pfadwechseln ist immer das Problem, man unterschätzt die Kosten der Alternative, sagt im Moment, das ist wunderschön, wenn wir alle mit so kleinen Elektroautos rumfahren würden, ist es sicher auch, aber was das für Kosten hat, da werden wir sicher noch ein bisschen drüber reden, das unterschlagen wir, und im Moment sehen wir die Kosten des Diesels und den Nutzen unterschlagen wir, dass es eben an der Stelle, würde ich auch sagen, wenn diese Ingenieure in der Automobilindustrie sagen, jetzt macht den Diesel nicht völlig fertig, dann haben sie in unserem Sinne recht. Ich muss einen ganz kleinen Rückzieher machen. Ausstieg aus der Dieseltechnologie bedeutet natürlich nicht Ausstieg morgen. Was es aber bedeuten müsste, wäre eine Hinwendung zu Technologien, die tatsächlich die Zukunft sind. Und das ist Elektromobilität, das sind Hybride aus Elektro- und Verbrennungsmotoren. Und das ist nicht Diesel. Ich würde gerne Herrn Hank recht geben, was den Diesel betrifft. Also ich würde jetzt auch davor warnen, zu sagen, so, der Diesel muss jetzt sofort weg, weil der Punkt ist ja der, wenn wir jetzt alle Elektroautos haben, wo gibt es eigentlich diese Analyse, dass so ein Elektroauto in Summe betrachtet, mit allen Umweltbelastungen bei der Herstellung, beim Recycling, wo kommt der Strom her? Ist es vielleicht Kohlestrom? Also ist denn so ein Elektroauto in der gesamten Ökobilanz wirklich günstiger als ein Diesel? Sagen wir jetzt mal so. Nicht, dass ich jetzt den Diesel so verteidigen möchte, aber ich würde gerne, bevor der Beschluss fällt, es gibt jetzt einen totalen Umschwenk, der Diesel wird ausgesondert, kein Verbrennungsmotor mehr, würde ich gerne mal dieses Gutachten sehen, und zwar nicht ideal, sondern auch wirklich im Fahrverhalten. Was ist so ein Elektroauto eigentlich für die Umwelt, was bedeutet das für die Umwelt, wie ist die Ökobilanz und wie ist auch die Wiederverwertung, wie ist das Recycling, das gehört ja alles dazu. Und deswegen glaube ich einfach, dieser Umstieg, den jetzt auch sehr viele fordern, das ist eine ganz schwierige Entscheidung, weil bisher ist auch die Nachfrage nicht so überzeugend, dass die Anbieter danach kommen. Und natürlich war es beim Diesel so, dass die Anbieter dieses Lebensgefühl, was ich schon gesagt habe, und den Diesel und so weiter promotet haben. Und es ist wunderbar, jetzt von Frankfurt nach Pisa zu fahren, ohne zu tanken. Weil das ist ja sozusagen, ne? Klar, ganz klar. Aber die Frage ist eigentlich, warum promoten die Anbieter dann nicht das E-Auto auf die gleiche Art und Weise? Ja, weil sie dann so viel Geld verdienen. Weil sie damit nicht so viel Geld verdienen. Nee, also wenn neue Technologien entwickelt werden, gibt es immer Anfangskosten, das war bei den erneuerbaren Energien auch so, aber beim E-Auto wird es genauso sein. Auch zum Ausstieg aus dem Diesel, also ich finde, und die große Überschrift muss tatsächlich so sein, wie Herr Brinkbäumer sagt, dass wir schrittweise jetzt zu einer Umrüstung der deutschen Autoflotte kommen, klar, hin zu neuen Technologien. Aber der Diesel ist natürlich noch eine Zeit lang nötig. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass damit ja die Autohersteller ihr Geld verdienen, also mit dem Diesel. Und sie brauchen dieses Geld, um diese ganze Krise überhaupt zu überwinden, also um überhaupt am Ende stehen zu bleiben. Also es geht ja jetzt auch um die Existenz der Autoindustrie. Und jetzt haben sie ja diesen neuen Diesel entwickelt, der im Herbst, glaube ich, auf den Markt kommt, diesen E6D.
Und was ich höre, die bayerische Regierung will sogar den wieder subventionieren. Das heißt, auf diesem Auto- oder Dieselgipfel könnte ein Teil, ein Teil des Deals zwischen Autoindustrie und Politik könnte sein, paradoxerweise, dass wieder der Diesel subventioniert wird, dann aber eben der wirklich saubere, also hoffentlich wirklich saubere Diesel. Man mag das gar nicht glauben. Also ich denke, wir brauchen diesen schrittweisen Ausstieg aus dem Diesel und gleichzeitig eben den Anstieg bei der Elektromobilität. Und was aber noch hinzukommt, ist, wir müssen uns, glaube ich, davon verabschieden, dass Verkehr immer mehr wird. Ja? Wir haben ja diese Verkehrsprognosen, dass so und so viel Hunderttausende kommen jetzt zusätzlich auf Straßen und so weiter. Ich glaube, davon sollten wir uns mal langsam auch verabschieden, weil immer mehr Verkehr geht gar nicht. Also wir sind auch ein kleines Land, das dicht besiedelt ist. Und in großen Ballungsräumen müssen wir dazu kommen, dass Leute nicht mehr Auto fahren. Ja? Ich fahre schon lange nicht mehr Auto. Ich habe gehört, Frau Gammelin fährt auch nicht Auto. Wir wohnen ja auch in Berlin. Wir wohnen auch in Berlin, wo ein wahnsinnig gutes öffentliches Verkehrsnetz ist. Aber ich denke, die Zukunft muss sein, dass Menschen umsteigen auf öffentliche Transportmittel, zumindest in den großen Ballungsräumen. Und der Radverkehr zum Beispiel hat einen irren Aufschwung. Und wir erleben, dass junge Menschen, also die jüngere Generation, sich auch abwendet vom Auto. Also es gibt sehr viele Leute, die machen heute gar nicht mehr den Führerschein. Und, Ich will einen Gedanken nur sagen, weil mich die Zahl beeindruckt hat. Wir sitzen hier in Köln, in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen gilt als ein Großstadt, ein Metropolenraum mit vielen großen Städten. Selbst in diesem Bundesland lebt mehr als die Hälfte der Menschen in Städten unter 100.000 Einwohner. Also das heißt, wir sind in der Bundesrepublik eben ein Land, das nicht von Köln, Hamburg oder Berlin geprägt ist. Das nur als Einschub. Sie haben jetzt alle verschiedene Punkte angesprochen, aber vor allem über dieses Thema Ausstieg aus dem Diesel diskutiert. Fakt ist, dass Norwegen schon beschlossen hat, 2025 keine Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. In Frankreich wird das für 2040 diskutiert. Und aus allem, was Sie gesagt haben, entnehme ich, das ist ein Für und Wider. Und niemand am Tisch weiß heute, was der richtige Schritt ist und wann man ihn gehen wird. Ich will noch mal zurück in die Gegenwart, Herr Brinkbäumer. Millionen Menschen fahren Autos, die, wie Herr Hank gesagt hat, nicht das halten, was versprochen wurde. Amerikanische Kunden sind entschädigt worden dafür, dass sie ein schlechtes Auto gekauft haben. Deutsche Kunden warten darauf, dass überhaupt mal entschieden wird, was aus ihren schlechten Autos wird. Ja, und natürlich warten sie zu Recht, weil es eine schleichende Entwertung gegeben hat und jetzt auch eine nicht mehr ganz so schleichende Entwertung. Die Autos sind sehr schwer zu verkaufen. Die Nachfrage sinkt ja tatsächlich. Auch die Nachfrage nach Neuwagen, dass die Kunden, Autofahrer sich betrogen fühlen, dass sie wirklich das Gefühl haben, zuzusehen, während, das ist ja meistens die zweitgrößte Anschaffung im Leben, ja, eine Immobilie, ein Auto, dass die an so rapide an Wert verliert, ist tatsächlich bestürzend. Und es gibt nach meinem Gefühl berechtigte Ansprüche. Und da ist das deutsche Recht sehr viel zögerlicher. Sie sagten es aber gerade schon, als das amerikanische. Ja. Aber vielleicht auch eine politische Erwartung. Wir haben Bundestagswahl im September. Und entweder kann es sein, dass Millionen Menschen das nicht wichtig finden, was die Politik jetzt tut. Und ob sie das Gefühl haben, die unterstützen nur die Konzerne oder die helfen auch mir mit meinen Alltagsproblemen. Oder kann das auch politisch Druck geben, wichtig werden, dass da was getan wird? Ja, ich glaube, dass es politisch wichtig werden wird. Die Kartellfrage wird nicht vor der Bundestagswahl geklärt werden. Und daraus werden sich logischerweise auch keine Ansprüche rechtlicher Art ableiten werden. Ja? Aber wie die Politiker darauf reagieren, wie sie jetzt Stellung beziehen, spielt selbstverständlich eine Rolle im Wahlkampf. Ja. Also wäre man Berater der Grünen, aber ich hoffe, Sie merken das selber, denen ein Thema dringen. Naja, ich finde, Özdemir setzt sich da schon ordentlich drauf. Ja, oder man kann es ja rumdrehen. Ja. Wenn die Grünen, wenn denen noch was nützt jetzt in den nächsten Wochen, dann sicher das, weil die SPD ist extrem verbandelt über Wolfsburg mit der Automobilindustrie und die CSU ist extrem verbandelt in Bayern. Also man könnte hoffen, dass die Grünen daraus was machen. Also was Sie sagten zu dem Verbraucher. Es gibt ja diese Nachrüstungsdebatte und die wird ja sicherlich bei diesem Autogipfel da auch eine Rolle spielen. Und ich finde eigentlich, man kann sich nicht zufrieden geben mit dieser billigen Software-Update, mit diesem Software-Update, wo es, das kostet dann die Autohersteller so 100 Euro pro Auto oder sowas. Das ist also wirklich für die noch eine relativ billige Lösung. Sie führt aber dazu, dass eben diese NOx
Werte nicht genug sinken. Das sind die Stickoxide, die Stickoxide, zum Beispiel in Stuttgart am Neckartor, also, so hoch sind, dass eigentlich dort längst was hätte passieren. Es ist eigentlich eine ungenügende Lösung. Und deswegen finde ich, diesem Gipfel muss rauskommen, dass Autos richtig nachgerüstet werden. Also, dass es ein Hardware-Austausch gibt. Aber wenn das denn so einfach wäre. Und das kostet 1.500 Euro pro Auto. Das kann man machen. Es gibt da technische Lösungen. Und weil wir im Wahlkampf sind, könnte das natürlich oder sollte das eine Forderung sein hin zu diesem Gipfel. Ich glaube allerdings unrealistisch, weil es zu teuer wird für die Autoindustrie. Also wenn wir schon bei Wahlkampf und Möglichkeiten sind, wie einzelne Parteien noch mal auf Stimmenfang gehen können, also bin einverstanden mit den Grünen. Ich vermisse auch eigentlich diese grüne Aufregung, absolut. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, die Regierungsparteien noch ein bisschen punkten möchten und vielleicht die Union die absolute Mehrheit anstrebt, dann wäre es doch ganz einfach, jetzt im Kanzleramt eine Art Abwrackprämie für all diese Autos zu beschließen. So wie es damals in der Finanzkrise, um zum Erhalt der Arbeitsplätze, Kurzarbeit vermeiden und so weiter, gab es die Abwrackprämie. Die war ein großer Erfolg. Es wurden alte Autos aus dem Verkehr gezogen. Es wurden neue gekauft. Warum nicht so eine Art Abwrackprämie für betrogene Dieselwagen? Der Steuerzahler soll jetzt für die Kiste aufhören. Aber wen wähle ich die doch da nicht, oder? Wenn ich dafür zahle, dass wenn Sie im ländlichen Raum wohnen und in Bayern wohnen und Baden-Württemberg wohnen, haben Sie sicher ein Auto, ganz sicher. Und wenn dann Ihr Auto, wo Sie sich jetzt gerade einen schönen neuen Diesel gekauft haben und das geht nicht mehr und geht jetzt nicht nachzurüsten, also dann kriegen Sie eine Abwrackprämie für ein E-Auto. Der Steuerzahler darf jetzt nicht dafür bluten müssen, dass die Industrie jahrzehntelang betrogen hat. Das darf einfach nicht passieren. Also es wird aber natürlich in diesem Deal wird es wieder etwas geben, wo auch der Staat natürlich irgendwo einspringt, aber er wird natürlich nicht diese Hauptabwrackprämie aber übernehmen. Das ist ein Widerspruch an sich. Man kann nicht einerseits sagen, unsere Autoindustrie ist uns ganz heilig und 1 Million Arbeitsplätze und wir müssen da einen Kompromiss finden und andererseits sagen, so eine Abwrackprämie ist eine schlechte Idee. Man kann die Rahmenbedingungen regeln und zugleich direkte Subventionen verbieten. Genau das passt zusammen. Das passt zusammen. Das habe ich nicht verstanden. Der Staat soll dazu da sein, dass die Unternehmen hier gut wirtschaften können. Aber er soll nicht einzelne Industrien subventionieren. Das ist eine Subvention und nicht nur für die gesamte Autoindustrie, sondern nur für Dieselautos, die Sie gerade vorgeschlagen haben. Das tut er ja haben. Übrigens das, jetzt schon, ne? mit dem steuerlichen Dieselprivileg. Ja, auch dagegen. Ich auch. Also, weil das sind alles willkürliche Eingriffe, wo Sie ständig an der Stelle wirklich in Gerechtigkeitsprobleme kommen. Ich will den Begriff Gerechtigkeit hatte ich auch gerade im Sinn. Das ist ja ein Begriff der politischen Diskussion seit vielen Jahren und man merkt, dass heutzutage in einem Land mit hohem Wirtschaftswachstum so die Frage, was ist gerecht, für verschiedene Menschen sehr unterschiedlich ist. Nochmal, Herr Brinkbäumer hat das gesagt. Wenn ich mir als normaler Durchschnittsverdiener ein Auto kaufe, einen Neuwagen kaufe, ist das eine der großen Investitionen meines Lebens. Und nun habe ich das getan. Ich sehe, verkaufen kann ich ihn im Moment nicht. Ich wollte umweltfreundlich fahren. Ich sehe, ich habe eine Dreckschleuder. Ich kriege mit, irgendwie wird da gekungelt, ob mein Auto nur halb oder richtig wieder instand gesetzt wird. Und jetzt lese ich noch im Spiegel, was die hinter den Kulissen auch noch alles gegen mich verhackstückt haben. Ist das nicht ein Thema, wo ich als Wähler 8 Wochen vor der Bundestagswahl wissen will, wer vertritt mich eigentlich? Auf wen kann ich mich verlassen? Selbstverständlich ja. Und es ist spannend zu sehen, wie Politiker reagieren, was sie dazu sagen und ob es bis zur Wahl auch noch Ideen und Gesetzesvorhaben geben kann. Bei der Abwrackprämie, schwieriges Wort, bin ich zum einen skeptisch, was die absolute Mehrheit für die Union angeht. Ja, gut. Zum anderen aber tatsächlich natürlich auch bei der Frage, sollen Steuerzahler für das Geldaufkommen das Autofahrer dann bekommen. Das ist in Wahrheit ja oft dann ein und dieselbe Person. Und natürlich ist es eine Art von Subventionierung. Wie war es bei der Abwrackprämie 2008? Ja, aber die Ansprüche, wenn es denn welche gibt, müssten natürlich in Richtung Industrie. Also man kann ja fragen, inwieweit die Industrie diese Prämie zahlt. Ne? Das ist ja die Finanzierung dieser Prämie ist ja wieder was anderes. Wir kennen die Schurken hier genau. Bei der Finanzkrise war es ein bisschen anonymer. Da konnte aber die Banken, amerikanische Banken waren in Anführungszeichen dafür verantwortlich, dass es uns hier eine Wirtschaftskrise gegeben hat. Herr Hank, die Deutsche Bank. Ich wollte damit nur sagen, wenn man überhaupt für Subventionen sein kann, dann ein Stück eher bei der Abwrackprämie in einer Weltfinanzkrise als in einer klar attribuierbaren Krise, wo wir 5 Unternehmen haben und sagen, ihr seid dafür verantwortlich. Frau Marschall, wenn im
politischen Bereich schwere Versäumnisse und Fehler passieren, sag mal, der Fall Anis Amri, dieser Attentäter von Berlin zum Beispiel, dann gibt es Untersuchungsausschüsse in den Parlamenten. Das Ziel ist öffentliche Aufklärung. Minister oder Senatoren, die dort verantwortlich sind, müssen sich stellen und werden für jeden sichtbar und hörbar befragt. Hier haben wir es jetzt bei den Vorständen der Autokonzerne auch mit Menschen mit hoher öffentlicher Verantwortung zu tun. Man sieht, was die bewirken und tun können. Ist es denkbar, dass es eine ähnliche Form der öffentlichen Aufklärung geben kann? Schwierig, weil wir sind ja jetzt nicht mehr in der politischen Sphäre. Also es kann nur Druck ausgeübt werden über die Öffentlichkeit, massivster Druck, dass eben diese Aufarbeitung gemacht wird. Und Herr Hank hat es ja auch schon gesagt, es muss eben dieses Vertrauen zurückgewonnen werden. Sonst ist es nämlich zu Ende mit der deutschen Autoindustrie, wenn die einfach ihr Vertrauen so rasant verlieren. Wir merken ja jetzt schon, wie die Nachfrage zurückgegangen ist, jetzt nach Dieselautos. Und dann kaufen sich die Leute eben ausländische Autos oder was auch immer. Also die Aufgabe der Autoindustrie ist, das umfassend aufzuklären. Und weil Sie Untersuchungsausschuss gesagt haben, es gab ja einen Abgasuntersuchungsausschuss, aus dem ist nichts rausgekommen, weil die Große Koalition sich selber beschützt hat. Aber um jetzt noch mal zu sagen, es müssen auch Köpfe rollen. Es müssen jetzt in der Autoindustrie richtig Köpfe rollen. Da muss richtig aufgeräumt werden. Und ich denke, es ist schon vergleichbar mit der Bankenkrise. Wir haben einfach eine große, große Autokrise jetzt, die uns noch lange beschäftigen wird. Bedanke mich sehr herzlich. Was diese Sendung deutlich gemacht hat, ist die Bedeutung der Automobilindustrie für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft, aber damit auch das Ausmaß der Probleme, die, wenn wir ehrlich sind, nicht nur die Probleme einiger Manager sind, sondern schnell zu unser aller Problemen werden können. Wenn Sie Lust haben, in der ARD dran zu bleiben, im Europamagazin mit dem Bericht aus Brüssel, jetzt die Kündigung des Fischereiabkommens durch Großbritannien und daraus die Frage resultieren, wem gehört die Nordsee? Und bei Phoenix und WDR 5 wie immer Presseclub nachgefragt. Danke, tschüss und lassen Sie es gut gehen. Und willkommen zurück. Presseclub nachgefragt. Im Radio bei WDR 5, im Fernsehen bei Phoenix. Jetzt sind Sie dran. Und wir beginnen in Bad Wimpfen bei Helmut Behlau. Guten Tag, Herr Behlau. Guten Tag an die Runde. Mein Stichwort ist Vertrauensverlust und die Folgen. Sehe ich das richtig, dass es in Richtung Resignation gehen kann bei den Mitarbeitern in den Unternehmen, denen man sagt, verhaltet euch fair, kooperativ? Und wie geht es den Wählern, die vielleicht auch langsam die Nase von den Politikern voll haben? Mich würde die Meinung der Runde interessieren. Dankeschön. Ja. Naja, man kann schon sagen, also Automobilarbeiter sind bekanntlich die Speerspitze der deutschen Arbeiterschaft. Man kann schon annehmen, dass die selber sich jetzt auch betrogen fühlen und im Moment auch in einer Art von Krise bekommen, nach dem, was sie hören und lesen. Also das gehört mit zu der Vertrauenskrise dazu. Klar, und laut unserer Analyse ist es ja auch so, dass es nicht nur die Unternehmen sind, sondern auch die Politik, die das mitgemacht hat. Ne? Also deswegen. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass, finde ich, die Schuldigen hier sind in der Autoindustrie zu suchen und die Politik ist nicht diejenige, die das Ganze verursacht hat. Aber sie hat es natürlich zugelassen, sagen wir mal so. Ulrich Klotz in Frankfurt. Grüße, Herr Klotz, Sie haben das Wort. Ja, guten Tag in die Runde. Erstmal Kompliment an die Spiegel-Redaktion für die gute Arbeit. Ein Vorschlag, man sollte doch die Rolle der Aufsichtsräte auch mal näher in den Blick nehmen. Ich denke, es lohnt sich, das fehlt in dem Artikel noch völlig. Und dann noch ein Stichwort zum Stichwort Abwrackprämie. Also ich denke, die Politik sollte sich unbedingt raushalten, bestimmte Techniken zu fördern. Das hat immer dazu geführt, dass Innovationen verhindert wurden. Ob das Dieselsubvention war, Abwrackprämie oder E-Autoprämie, hat immer dazu geführt, dass Weiterentwicklungen verschleppt worden sind. Und vielleicht noch ein letztes. Ich denke, Technikern ist von vornherein klar gewesen, dass diese sogenannte Thermofensterregelung nur dazu dienen sollte, diesen Betrug zu legalisieren und das überhaupt keinen technischen Grund gab. Und da sind Politiker einfach durch den Kakao gezogen worden. Auch dabei haben Aufsichtsräte eine Rolle gespielt. Das lohnt sich zu untersuchen, denke ich. Ich bedanke mich, Herr Klotz. Dieses Stichwort Aufsichtsräte finde ich spannend. Denn im Wort steckt ja drin, was man von denen erwartet. Ja, und bei dem Konzern, der jetzt eben die Selbstanzeige gemacht hat, ist der Staat ja auch mit 20% beteiligt. Das also Land Niedersachsen bei Volkswagen. Genau. Also insofern gibt es da auch Überschneidungen. Ja, auf jeden Fall haben Aufsichtsräte
oder man kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nichts, gar nichts wussten von diesem Kartell. Kann man sich das vorstellen, dass alle Aufsichtsräte in allen deutschen Autokonzernen das nicht mitgekriegt haben, kann ich mir nicht vorstellen. Also sicherlich haben die da auch ihre Pflichten verletzt. Das ist eine gute Frage, weil wenn Sie fragen, kann man sich vorstellen, dass alle Aufsichtsräte das nicht gewusst haben und sich die Listen anguckt, wird man ja auch ehemalige Automobilmanager finden, die heute in Aufsichtsräten sind. Und wenn diese Praxis so alt ist, ist die Frage sehr berechtigt. Aber wir werden sie nicht klären. Es ist aber auf jeden Fall ein spannender Punkt. Gehen wir weiter nach Reda Wiedenbrück zu Klaus Bartscher. Guten Tag, Herr Bartscher. Ja, guten Tag in die Runde. Ich habe schon seit Monaten eine Frage, ganz kurz. Die klassischen Gründe für Untersuchungskosten liegen doch hier vor. Wiederholungsgefahr, Fluchtgefahr, hohe Schadenssumme. Warum ist von den Autobossen noch niemand in Haft? Und also das sage ich mal, das Sturmgeschütz der Demokratie. Herr Bartscher, danke. Das sind Sie, oder? Selbstverständlich wir. Und da müssen Sie auch sofort antworten. Ich habe gerade überlegt, was denn aber antworten? Warum haben Sie noch niemanden in Haft genommen? Die Selbstanzeige, es ist ja eine Art Selbstanzeige, die da jetzt Grundlage ist, Grundlage unserer Berichterstattung dieser Woche, liegt ja wirklich klar dar, dass es jetzt ein Unrechtsbewusstsein gibt, ne? Dass das jetzt bei Volkswagen und bei Daimler-Benz einigen jedenfalls aufgefallen ist, die Gefahr von Kartellrechtsverstößen ist evident. Und dass das über all die Jahre anders war, ist das, was mich so bestürzt bei dieser Geschichte. Ja, dass es über Jahrzehnte immer weiterging und dass man sich so sehr daran gewöhnt hat, dass es irgendwann Normalität wurde. Die Frage war eine andere, warum ist noch niemand in Haft? Oder in Untersuchungshaft. Ja, in den USA ist ein VW-Manager in Untersuchungshaft. Und da sieht man halt wieder, dass die wirklich, ohne die USA wäre dieses ganze Skandal nicht aufgedeckt worden. Die USA greifen durch, sie haben diesen deutschen Manager in Untersuchungshaft genommen. Er ist jetzt auch von seinem Konzern weitgehend erstmal fallen gelassen worden. Es gibt in Deutschland überhaupt kein Anzeichen dafür, dass es ähnlich vergleichbares Durchgreifen gibt wie in den USA. Aber die Frage ist trotzdem, was es bringt, mit dem Strafrecht jetzt zu reagieren. Also da ist immer auch so ein bisschen Rache. Ja, aber das Rache erhöht dabei. Den Druck womöglich. Ja, das ist die Warnung und Abschreckung. Aber also das Zivilrecht hat, glaube ich, schon viele Möglichkeiten. Und Vertrauen das Kartellrecht hat auch viele Möglichkeiten, Macht zu zerschlagen. Ich glaube, aus der Frage von Herrn Bartscher spricht einfach beispielhaft die Empörung, die Enttäuschung. Völlig klar. Ist ja auch nachvollziehbar, dass reagiert wird. Ja. Und die Frage, die Sie ja zum Schluss der Sendung auch gestellt haben. Also was ist jetzt mit den Verantwortlichen? Sie in Haft zu nehmen, dafür braucht man triftige Gründe. Aber können Sie weiterhin verantwortlich diese Unternehmen oder diese Unternehmensbereiche leiten? Ich glaube, das sind ja Fragen, die Aufsichtsräte jetzt stellen. Bedanke mich nach Reda Wiedenbrück und probieren wir es mal bei Udo Herhold in Bielefeld. Denn das ist ganz in der Nähe. Herr Herhold, Ihre Bemerkung oder Frage? Ja, schönen guten Morgen. Ich hätte mal eine Frage, und zwar, wenn man Ihre Sendung so hört, dann hat man den Eindruck, es gäbe entweder nur Elektrofahrzeuge und Dieselfahrzeuge. Ich verstehe nicht, wieso also da nicht einmal die Rede von Benzinern ist. Von? Verstehen Sie? Von Benzinern. Die sagen, okay. Also wenn die Produktion von Dieselfahrzeugen irgendwie nicht mehr leistet, dann bricht irgendwie der ganze Industriezweig ein. Wieso kann man das nicht einfach umstellen auf eine Mehrproduktion von Benzinern? Ja, ich kann antworten. Also da haben Sie in der Tat recht, das haben wir nicht geschafft, in den 45 Minuten auch noch über Benziner zu sprechen. Aber es wird sicherlich eine Möglichkeit sein, eben statt Diesel halt Benzinmotoren einzubauen und dann dadurch auch nicht so viele Arbeitsplätze zu gefährden. Weil ich habe mir sagen lassen, das ist jetzt nicht so ein großes Problem, ob man nun das einbaut oder das einbaut. Doch, also, es gibt also ein großes Problem, und das Problem sind die CO2-Werte. Genau, wenn Benziner mehr auf die Straße kommen, werden einfach die CO2-Reduktionsverpflichtungen nicht eingehalten. Und in Deutschland steigen ja auch die CO2-Ausstöße wieder, und der Verkehr hat ein Drittel davon. Also ganz einfach die Rechnung, wir brauchen den Diesel für den Klimaschutz, und wenn wir nur den Benziner nehmen, können wir unsere Klimaschutzziele
abschreiben. Allerdings die Wahl zwischen Pest und Cholera. So genau. Darf ich noch kurz sagen, so unglaublich doll ist die Einsparung bei Diesel nun auch nicht bei CO2. Es sind, glaube ich, 15%. Also ja, ist gut, auf aber die Menge ist, ist jetzt nicht unglaublich. Herr Herhold. Ich habe also das Gefühl, dass es da irgendwie um Sachen geht, die ja gar nicht angesprochen worden sind, sondern unter anderem darum, irgendwie ein Angstszenario aufzubauen und bestimmte Sachen durchzusetzen. Und ich frage mich, wer hat ein Interesse daran? Und eine Anmerkung würde ich gerne noch machen. Ich habe das schon öfter mal versucht, damit durchzukommen, dass nämlich die Zeit für Zuschauer um eine Viertelstunde erweitert wird. Weil ich nämlich festgestellt habe, dass die Leute, die da anrufen, durchaus was zu sagen haben und teilweise auch, also was die Kompetenz der Äußerungen und Kommentare anbelangt, den Leuten im Studio gleichgestellt sind. Ich rede da nicht unbedingt von mir, aber ich habe da schon also Sachen gehört, wo ich gedacht habe, naja, warum sitzt der nicht da in der Runde? Herr Herhold, vielen Dank. Das ist Kritik und Wertschätzung zugleich. Ich bekomme übrigens viel Post zu diesem Thema. Und es gibt beides. Ja, also es gibt das Interessante ist, ich habe das schon mal, ich habe Ihnen schon mal angerufen und habe das angesprochen. Und da sagte man irgendwie, ja, dieser Einwand oder so wäre schon öfter gekommen. Warum hat man den, ich meine, wir sind doch im demokratischen Land, wieso hat man das bisher nicht weitergegeben? Wollte ich Ihnen gerade... Da redet man sich raus mit irgendwelchen programmtechnischen Schwierigkeiten oder so. Ich glaube das nicht. Nein, Sie wollen die Zuschauer kurz halten. Ja. Herr Herhold, merken Sie will ich nicht. Nein, ich wollte Ihnen nur gerade erklären, dass wir, oder ich zumindest als Moderator hier, Zuschriften aus beiden Richtungen bekomme. Also es gibt diejenigen, die sagen, was soll das mit den Zuschauern und macht dafür die Diskussion ein bisschen länger. Und es gibt auch nicht wenige wie Sie, die sagen, gebt doch mehr Raum den Zuschauern. Und wir sind ja jetzt nicht mehr eine WDR-Sendung in der ARD, sondern das ist ja eine Sendung bei Phoenix, diese Viertelstunde. Und bin sicher, dass die Programmverantwortlichen von Phoenix auch zuhören. Ich verspreche Ihnen aber, wenn ich Sie das nächste Mal sehe, gebe ich das in Ihrem Namen noch mal weiter, Herr Herhold. Gut, dann sagen Sie bitte, also, dass der Fernsehzuschauer von heute also in der Postmoderne irgendwie nicht nur mehr Konsument ist, sondern auch irgendwie aktiv ganz gern mitmachen würde. Oder zumindest seine Meinung sagen würde. Ja, was übrigens also ein sehr ernster und wichtiger Punkt ist. Und deshalb gut. Sage ich... Wir können Schluss machen, damit noch einer irgendwie gelegen hat. Ja, wollte ich gerade überlegen, ob ich da noch... Nein, danke, Herr Herhold. Uneingeschränkt, danke. Ja. Gudrun Bayer in Weingarten. Gudrun Bayer in Weingarten ist in der Leitung. Hallo, Frau Bayer. Ja, hallo an die Runde. Ich habe zwei kurze Vorabbemerkungen. Dass Wirtschaftslobbyisten die Gesetze unseres Landes schreiben, das geht überhaupt gar nicht. Und das Zweite ist, dass Politiker nicht auf Stimmenfang gehen sollen, kurz vor der Wahl, sondern sie sollten ihre Arbeit machen. So, das vorab. Und jetzt meine Frage nach dem Verbraucherschutz. Wir haben doch ein Verbraucherschutzministerium. Das wird überhaupt gar nicht erwähnt. Da werden Millionen von Bürger werden jeden Tag betrogen und der Verbraucherschutz schreitet nicht ein. Also das ist bei den Autos so. Sie müssen sich vorstellen, ganz einfacher Arbeiter, der sich ein Mercedes oder sowas leistet, wird einfach ganz bewusst betrogen. Und Mark. Die Erdbeeren in unserem Joghurt, die sind schon lange nicht mehr drin. Es ist, denke ich, ein ganz großes Thema. Frau Bayer, Ihr Punkt ist angekommen mit Blick auf die Uhr. Also gerade beim Diesel gibt es natürlich eine unglaublich aggressive Verbraucherorganisation mit der Deutschen Umwelthilfe. Da muss man sich keine Gedanken jedenfalls machen über die Stärke des Verbraucherschutzes. Also die treiben auf zweifelhafte, aus meiner Sicht, Weise die Automobilindustrie vor sich her. In einer demokratischen Öffentlichkeit ist alles möglich. Aber es gibt wirklich eine sehr starke Lobbyorganisation, die sich verstehen als Anwälte der Verbraucher. Aber die würde ich jetzt nicht so sehr so sehen, ich würde eher als Anwälte der umweltorientierten Menschen in Deutschland sehen. Die Zuhörerin, die Zuschauerin meint ja, glaube ich, eher den allgemeinen Verbraucher, den Otto-Normalbürger. Sie hat nach dem Ministerium gefragt. Und wir hören immer von Herrn Dobrindt, der in dieser Angelegenheit als Verkehrsminister zuständig ist. Der Verbraucherschutzminister ist Herr Maas, der hat sich ja jetzt auch zu Wort gemeldet und hat gesagt,
bloß nicht, die Verbraucher müssen auch auf, also dürfen nicht geschädigt werden und so weiter. Er nutzt also häufig eher die Öffentlichkeit, ist viel in Interviews und so weiter. So betreibt er hauptsächlich Verbraucherschutzpolitik. Es gibt nicht so furchtbar viele Instrumente. Also, und es gibt ja dieses Thema Musterfeststellungsklage. Da geht es darum, dass Verbände im Namen von vielen Verbrauchern etwas durchsetzen können vor Gericht. Und das ist von der Union blockiert worden. Das heißt, wir sind da noch nicht weitergekommen, den Verbraucherschutz zu stärken in Deutschland. Und er ist halt in den USA viel mehr ausgebaut. Und da ist was zu tun für die nächste Legislaturperiode, würde ich sagen. Das ist eine interessante Information. Dankeschön, Frau Marschall. Und dann würde ich sagen, versuchen wir zum Schluss der Sendung mit Werner Kallinner in Chemnitz noch mal nach vorne zu blicken. Herr Kallinner, guten Tag. Guten Tag. Zuerst habe ich mich gewundert über den unkreativen deutschen Diplom-Ingenieur. Ich bin da ganz anderer Auffassung, da ich auch einer bin. Aber ich wollte fragen, die Brennstoffzelle ist in meinen Augen und in vielen Ingenieuraugen die Zukunft. Nur das eine Beispiel, sie ist auch schon gut entwickelt in den U-Booten, als eine der sensibelsten Dinge, ist sie voll in Funktion. Sie haben sie bis heute nicht erwähnt. Also wenn jetzt können Sie was Ingenieurin am Tisch und bitte Sie ganz kurz zu erklären, was das eigentlich ist. Eine Brennstoffzelle wandelt Methanol zum Beispiel um über chemische Prozesse in Antriebsenergie. Und die wurde sehr stark promotet. Wir erinnern uns alle an dieses Auto, dieses Auto, was umgefallen ist A-Klasse von Mercedes. Die A-Klasse von Mercedes, der Elchtest. Und da wurde damals vor vielen Jahren, als ich mit dem Journalismus angefangen habe, als Ingenieurin, die Brennstoffzelle eingebaut. Und ich habe damals Reportagen darüber gemacht. Und es gab Brennstoffzellenhersteller und alle waren sehr euphorisch. Und dann stellte sich ganz schnell raus, erstens, es war zu teuer. Damals das Problem, es funktioniert nur bei Temperaturen über Null und etwas darunter. Ansonsten braucht man neue Treibstoffe, ist auch wieder zu teuer. Diese Brennstoffzellentechnologie war ein kurzer Hype und ist dann nach 3-4 Jahren wieder verschwunden. Und deswegen vorhin auch die Anmerkung, das E-Auto ist jetzt auch so ein Hype. Und da muss man wirklich gucken, was es langfristig bringt. Also die Brennstoffzelle ist leider technologisch nicht ausgereift. Und vielleicht geht sie in U-Booten, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn der Zuschauer das sagt. Aber das ist natürlich dann... Wobei es in U-Booten nie unter 0 Grad ist. Genau. Und das ist natürlich auch sehr teuer. Es ist sehr teuer. Es geht auch zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, die Raumschiffe, die im Weltall sind, haben auch Sonnensegel und haben auch kein Blockheizkraftwerk da oben, sondern die gehen über Sonnensegel. Und das funktioniert. Es ist eben wahnsinnig teuer. Und es ist nicht für den Alltagsgebrauch tauglich. Ich meine, was immer wieder aufgeschieden ist in der Sendung und jetzt diese Schlussfrage auch deutlich macht, ist, dass wir es mit Technologien zu tun haben, von denen vermutlich niemand voraussehen kann, wie sie sich entwickeln und welche am Ende die umweltgünstigste, die erfolgreichste, die, weiß ich nicht, kraftvollste für den Motor ist. Und dass Politik ja auch in der schwierigen Situation ist, zu entscheiden, ob sie eine Technologie fördert, weil sie glaubt, dass das gut für die Gesellschaft oder für die Wirtschaft oder für wen auch immer ist, oder ob sie das einfach dem freien Wettbewerb überlässt, was in einem Land wie Deutschland mit großen industriellen Interessen schwierig ist. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese wirklich spannende Sendung. Ich freue mich schon auf die nächste zu dem Thema. Lassen Sie es gut gehen. Schönen Sonntag aus Köln.